Moin Pyrus, heute stelle ich euch einen weiteren Teil der Top 5 Serie vor. Heute Thema Fächerbatterien. Welche habe ich an Silvester 2022 getestet? Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5 befindet sich ein Artikel, der mir an Silvester leider nicht sehr zusagte. Das möge auch am Wetter liegen, wie ihr gleich in den Aufnahmen sehen werdet. Und zwar handelt es sich hier um die Snowblind Z1 aus dem Hause Funke. Wie ihr es gleich in den Aufnahmen sehen werdet, ja, wurde das Effektbild vom Wind wirklich hart zerstört. Es war wirklich keine Fächerbatterie mehr. Ebenso muss einem halt eben auch der spezielle Effekt gefallen. Ich bin einfach kein Crackling-Freund. Dennoch wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Platz Nummer 4 befindet sich in dem Fall diesmal ein Fächerverbund, kann man es quasi schon sagen, eine Verbundbatterie mit 50 Schuss im Kaliber 30 mm, und zwar haben wir hier von Leslie die Gangsters Paradise. Ja, wirklich auf Testvideos überzeugt und deshalb eben an Silvester mit dabei gewesen. Ja, an Silvester war es dann leider ein bisschen anders. Überraschenderweise tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 Black Shells zwischendurch gehabt. Und auch die Zerleger waren jetzt wirklich nicht so wie erhofft. Dennoch wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und somit sind wir auch schon bei Platz 3 angekommen und hier haben wir was aus dem Discounter-Bereich, wenn man es so nennen kann, nämlich aus Zimmermann, aus dem Zimmermann Sonderposten, und zwar haben wir hier von Nordlicht die Zimmermanns Crackling Monster. Ja, für mich persönlich ist es quasi ja eine eigene Variante der Double Deck, sehr ähnlich. Für mich persönlich würde ich schon fast meinen gleich auf, auch wenn die Zerleger nicht wirklich hart waren, dennoch für den Preis wirklich unschlagbar. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem kleinen Highlight. Und somit sind wir auch schon bei Platz Nummer 2. Ja, hier befindet sich ein Artikel, der sich, denke ich, auch in nächster Zeit weiterhin gut schlagen wird. Und zwar haben wir hier aus dem Hause Argento die Bellissimo. Ja, eine 30 mm 25 Schuss Fächerbatterie mit maximaler NEM. Wirklich super schönes Gold dazwischen mit sehr, sehr schönen Effekten und einer super Ausbreitung. Leider im Preis wirklich schon hochgegangen, aber daran muss man sich leider gewöhnen. Dennoch wirklich eine schöne Fächerbatterie, die mich an Silvester wirklich überraschte. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Und somit sind wir auf dem ersten Platz angekommen. Für mich eigentlich schon fast ein ungeschlagener Gewinner.
Ja, wie soll es anders sein? Aus dem Hause Funke, 25 Schuss, 30 mm, 500 Gramm, NEM. Es bleibt weiterhin für mich die Weißblinker Dalien Z2, auch wenn sie preislich wirklich, ja, würde ich schon fast meinen, am Maximum ist. Dennoch wirklich unglaublich, was daraus kommt. Ich bin auch wirklich ein ziemlicher Blinkerfreund und vor allem ein Freund von bunten Daliensternen. Und wie die aussehen, das seht ihr jetzt. Somit verabschiede ich mich mal wieder. Gerne teilt mir auch eure Fächerbatterienliste in den Kommentaren mit. Eben eure Highlights. Vielleicht habt ihr da eins, zwei, die wirklich vielleicht auch unterm Radar sind, die man noch nicht kennt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.